Für Landwirt Carsten Schnackenberg ist heute klar, wie einige seiner Berufsgenossen gestern mit Robert Habeck umgegangen sind, geht gar nicht. Er war privat im Urlaub. Und dass man ihn denn da die Fähre blockiert und ihn da so angeht, das ist einfach nicht in Ordnung. Das hat mit Demokratieverständnis, hat das wenig zu tun. Und das war passiert. Aufgebrachte Bauern versuchten gestern, eine Fähre in Schleswig-Holstein zu stürmen. An Bord Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Schließlich musste der mit der Fähre vor dem Mob fliehen. In der ARD verurteilt auch der Bundeslandwirtschaftsminister den Vorfall. Mit Robert Habeck, haben Sie gesprochen mit ihm? Das, was da passiert, das sind Leute, denen geht es nicht um die deutsche Landwirtschaft. Die haben feuchte Träume von Umstürzen und das wird es nicht geben. Dabei ist die Bundesregierung den protestierenden Landwirten schon entgegengekommen. So bleibt ihre Kfz-Steuerbefreiung erhalten und die Subventionen für Agrardiesel werden nicht sofort, sondern lediglich schrittweise bis 2026 gestrichen. Doch das reicht den Landwirten nicht. Wie schon bei den großen Protesten 2020 wollen sie am kommenden Montag mit ihren Traktoren die ganze Stadt lahmlegen. Bislang werden 2000 Bauern aus dem gesamten Nordwesten in Bremen erwartet.